Hallo und herzlich willkommen zum Lernzyklus Ungleichungen. Ich heiße Sarah, bin zu diesem Abschnitt dein Lerncoach und werde mit dir gemeinsam das Thema von Grund auf durchgehen. Bevor wir beginnen, möchte ich dich auf etwas hinweisen. Immer, wenn dir etwas zu schnell gegangen ist, beziehungsweise wenn du etwas nicht verstanden hast, drücke einfach auf Pause und spule im Video zurück. In der Schule kann dir die Lehrperson nicht jeden Schritt fünfmal erklären. Bei einem Lernvideo ist das anders. Und die Chance kannst du durchaus nutzen. Lass uns beginnen. Der Ausdruck einer Gleichung sollte dir bereits bekannt sein. Bei einer Gleichung steht links und rechts vom Ist-Gleichzeichen derselbe Wert. Denk dabei an eine Waage. Eine einfache Gleichung wäre zum Beispiel 4 plus 1 ist gleich 5. Anders angeschrieben würde die Gleichung 5 ist gleich 5 lauten. Es steht also auf der linken und auf der rechten Seite des Ist-Gleichzeichens derselbe Wert. Somit erhalten wir eine wahre Aussage. Anders ist das bei Ungleichungen. Bei einer Ungleichung, wie das Wort schon sagt, ist die linke Seite ungleich der rechten Seite. Das heißt, sie unterscheiden sich voneinander. Betrachten wir zum Beispiel die beiden Zahlen 3 und 4. Wir wissen, dass 3 kleiner ist als 4. Wir möchten das jetzt durch ein Zeichen ausdrücken. Nehmen wir symbolisch an, dass ein Pelikan immer großen Hunger hat und sich deswegen immer für die größere Menge an Fischen entscheiden wird. Bei unserem Beispiel würde sich der Pelikan für die 4 Fische entscheiden. Den dementsprechenden Schnabel zeichnen wir also so ein. Den Schnabel, den wir hier gezeichnet haben, steht in der mathematischen Sprache für kleiner. Sprich, 3 ist kleiner als 4. Ein anderes Beispiel. Betrachten wir die beiden Zahlen 7 und 2. Der Pelikan würde sich wieder für die größere Menge an Fische entscheiden. Also für 7. Somit können wir den Schnabel geöffnet Richtung der 7 einzeichnen. In der mathematischen Sprache würde man sagen, 7 ist größer als 2. Probiere das bis jetzt Gelernte gleich mal selbst anzuwenden. Drücke dafür auf Pause und setze bei folgenden Beispielen ein kleiner oder größer Zeichen. Sobald du fertig bist, kannst du dir das Video weiter ansehen und deine Lösungen kontrollieren. Die erste Hürde ist geschafft. Wir wissen, was eine einfache Ungleichung ist. Es gibt aber auch Ungleichungen folgender Form. Was ist hier anders? Bei dieser Form steht auf einer Seite des Ungleichheitszeichens eine Variable oder Unbekannte. In unserem Fall ein x, was als Platzhalter für eine oder mehrere Zahlen steht, die wir suchen. Unsere Aufgabe ist es jetzt also, die Zahlen zu finden, die diese Ungleichung erfüllen. Falls dir jetzt immer noch nicht klar ist, warum hier ein x steht und was du damit anfangen sollst, dann schau dir bitte nochmal den Lernzyklus Variablen als Platzhalter meiner Kollegin Marlene an. Zurück zu unserem Beispiel. Zu Beginn müssen wir uns überlegen, welche Zahlenmenge wir überhaupt für x einsetzen dürfen. Man spricht davon von der sogenannten Definitionsmenge. In unserem Fall ist die Definitionsmenge n, die natürlichen Zahlen. Wenn du vergessen hast, was die natürlichen Zahlen überhaupt sind, dann schau bitte nochmal beim Lernzyklus natürliche Zahlen vorbei. Jetzt wissen wir, dass uns alle Zahlen der natürlichen Zahlen zur Verfügung stehen. Wir müssen jetzt aber herausfinden, welche Zahlen dieser Menge auch die Ungleichung erfüllen. Wir beginnen damit, die Ungleichung in die mathematische Sprache zu übersetzen. Wir wissen bereits, dass dieses Zeichen in der Mitte kleiner heißt, denn der Schnabel ist geöffnet in Richtung 3. In der mathematischen Sprache würde man sagen, x ist kleiner als 3. Das heißt, dass x kleiner sein muss als 3. Uns stellt sich somit die Frage, welche Zahlen sind denn kleiner als 3? Richtig, 0, 1, 2. Also können wir für x die Zahlen 0, 1 oder 2 einsetzen, damit die Ungleichung stimmt. Die Lösungen können wir in einer sogenannten Lösungsmenge anschreiben.
Jetzt sollte dir klar geworden sein, dass Ungleichungen im Gegensatz zu Gleichungen oft mehrere Lösungen besitzen. Versuchen wir gemeinsam, folgende Ungleichungen zunächst in die Sprechweise zu übersetzen und danach deren Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen anzugeben. Erstes Beispiel. A kleiner 4 heißt, a muss kleiner sein als 4. Unsere Lösungsmenge ist demnach beschränkt und wir dürfen nur die Zahlen 0, 1, 2 oder 3 einsetzen, damit die Ungleichung stimmt. Zweites Beispiel. Y größer 5 heißt, y muss größer sein als 5. Unsere Lösungsmenge ist demnach 6, 7, 8 und so weiter. Du könntest theoretisch auch 100 für y einsetzen. Die Ungleichung würde immer noch stimmen. Versuche für die beiden ausstehenden Ungleichungen selbst die Lösungsmenge in den natürlichen Zahlen anzugeben. Sobald du fertig bist, kannst du mit dem Video fortfahren. Mit dem Check-up sind wir bereits am Ende des Intro-Videos angekommen. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was du im Intro-Video gelernt hast. Du hast gelernt, was eine Ungleichung ist, woran man eine Ungleichung erkennen kann, dass eine Ungleichung durchaus mehrere Lösungen besitzen kann und wie du die Lösungen in einer sogenannten Lösungsmenge anschreibst. Wenn du das alles schon sehr gut kannst, dann schau in dem Basic-Video weiter. Dort betrachten wir die beiden noch ausstehenden Ungleichheitszeichen kleiner gleich und größer gleich. Bis bald!